ist jetzt ziemlich genau eine Woche her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Und seitdem hat es jeden verkackten Tag geregnet. Aber ich war in der letzten Woche eigentlich sowieso die ganze Zeit auf dem Berg. Zum einen bin ich einfach privat Snowboard gefahren. Zum anderen hatte ich jetzt am Wochenende die Orientation. Das heißt, da wurden wir in den Job eingewiesen, wo wir arbeiten, wie es da abläuft und so weiter. Und währenddem es dann hier unten geregnet hat, hat es oben auf dem Berg eben geschneit. Von daher war das gar nicht so schlimm. Aber heute werde ich trotzdem Scheißwetter mal wieder was unternehmen. Und zwar gehe ich heute in den Capilano Suspension Bridge Park. Und zwar sind das hier so Hängebrücken und keine Ahnung, was das genau ist. Ich guck's mir mal an. Och nö, ernsthaft jetzt? Ich hätte mir vielleicht doch einen besseren Tag dafür aussuchen sollen. Aber naja. Okay, ich bin drin. Der Park ist mit $35 für Studenten und $45 für Erwachsene, aber doch recht teuer. Bin jetzt mal gespannt, ob das Geld wert ist. Die haben alle so Ponchos an, ich will auch so ein Poncho. So, das war der Capilano Suspension Bridge Park. War so schon ganz cool, also so gerade vor allem die Hängebrücke, die große und dann auch mit den ganzen Lichtern jetzt bei Nacht. Aber ich finde $35 bzw. $45 ist das Ganze nicht wert.